Kreaturen können auf dem Land oder unter Wasser gefunden werden. Sogenannte Kryptozoologie wird nach wie vor aber als Pseudowissenschaft deklariert, obwohl es bereits Sichtungen von unterschiedlichen Kreaturen gibt, die gut dokumentiert sind. Doch es gibt viele Skeptiker, die daran zweifeln, dass diese Sichtungen authentisch sind. Sie hinterfragen natürlich. Im Folgenden sollen nun 10 weniger bekannte Kreaturen vorgestellt werden. Ob sie wirklich existieren, kann am Ende jedoch leider niemand mit Sicherheit beantworten. Ri und Ilkay. Diese menschenähnliche Seekreatur kommt der Meerjungfrau wohl in ihrer physischen Statur am nächsten. Sie soll in Papua-Neuguinea von Einheimischen bereits mehrmals gesichtet worden sein, wenngleich aus einer rein evolutionstheoretischen Perspektive die Existenz einer solchen Kreatur keinen Sinn macht. Im Jahr 1983 unternahmen 2 amerikanische Wissenschaftler eine Expedition in genau diese Gegend, wo die Seekreaturen namens Ri und Ilkay gesichtet worden waren. In ihrer Hoffnung, einen Hinweis auf diese Kreaturen zu finden, wurden die beiden Forscher nicht enttäuscht. Sie beobachteten, wie die Ilkay kleinere Fische in der Bucht jagten. Sie waren auf eine unbekannte Spezies gestoßen. Allerdings, aufgrund von ungenügend finanzieller Unterstützung und der Abgeschiedenheit der Gegend, mussten die beiden Forscher ihre Expedition abbrechen. Die Existenz der beiden Kreaturen bleibt bis heute ein ungelöstes Rätsel. Almas. Almas sind Bestien, die in den Bergen von Kasachstan und der Mongolei leben sollen. Sie werden als prähistorisch aussehende Männer beschrieben, die klein gebaut, muskelbepackt und haarig sein sollen, mit der Unfähigkeit zur sprachlichen Verständigung. Begegnungen mit den Almas gehen bereits hunderte von Jahren zurück. 1925 traf eine Kavallerie der Roten Armee auf Almas, als sie in eine Höhle schossen, um aus dieser versteckte Feinde zu treiben. Stattdessen trafen sie auf einen halbnackten, wütenden Menschen, der wenige Meter aus der Höhle auf sie zugelaufen kam und schließlich vor ihnen zusammenbrach. Der Alma starb. Der General Topilski dokumentierte diesen Vorfall und auch das Aussehen der Kreatur sehr detailliert, was für die Existenz der Kreatur spricht. Agogwe. Die Agogwe aus Uganda und Kenia weisen eine gewisse Ähnlichkeit mit den Almas auf, aber sie sind kleiner und werden oft als auf 2 Beinen laufende Kreaturen beschrieben, die lange Finger haben. Der britische Entdecker und Jäger Jay Cotney wollte sie jagen, aber die Einheimischen verweigerten ihm die Hilfe bei diesem Vorhaben. Dasselbe geschah im Jahr 1983, als ein britisches Team von Zoologen versuchte, diese seltsamen Wesen zu fangen, sie aber von den Einheimischen davon abgehalten wurden, da sie diese Wesen als ihre Vorväter betrachteten. Viele Kryptozoologen glauben, dass diese Kreatur und ihre Abstammung auf eine Population von Australopithecus zurückgehen, die vor etwa 4 Millionen Jahren in Afrika siedelten. Jeden. Jeden könnten auch als die Bigfoot von China bezeichnet werden, die in den tiefen Wäldern und entlegenen Bergen des Landes leben sollen. Der Jeren hat orangenes Fell und ist nicht von schüchterner Natur wie der nordamerikanische Bigfoot. Einen Bericht über eine Begegnung mit dem Jeren gibt es aus dem Jahr 1942, dem Jahr des blutigen Krieges zwischen China und Japan. Der Augenzeuge Liu Yikuan berichtete davon, dass er als kleiner Junge beobachten konnte, wie die Armee 2 Jeren fing und gefesselt durch ihr Dorf führte. Was mit ihnen geschah, ist nicht bekannt, aber noch heute wird von Sichtungen der Jeren immer mal wieder berichtet. Megalania Prisca. Der Megalania Prisca soll eine prähistorische Echse sein, die in Australien leben soll und bis zu einer Größe von einem Salzwasserkrokodil heranwachsen kann. Im Jahr 1939 zum Beispiel musste ein Zug von New South Wales auf den Bahnschienen stoppen, da sich ein großes Hindernis auf den Schienen befand, das sich erst nach mehreren verfangenen Minuten wieder von der Stelle bewegte. Da realisierten der Zugführer und die Fahrgäste erst, dass es sich bei diesem großen Hindernis um eine riesige Echse handelte, die rund 8 Meter lang gewesen sein soll. Kongamato. Der Kongamato soll in den Dschungeln von Afrika leben.
Der Körperbau dieser Kreatur ähnelt einem Pterodaktyl mit einer Flügelspannweite von rund 2 Metern. Er soll stark sein und scharfe Zähne haben, was es erschwert, diese Kreatur mit einem Vogel zu verwechseln. Im Jahr 1932 war der Entdecker Ivan Sanderson auf der Expedition in den abgelegenen Gegenden von Kamerun. Dort wurden sie von einer riesigen, fliegenden Kreatur überrascht und angegriffen, die sie nicht einordnen konnten. Erst später stellte sich heraus, dass dies der Kongomato aus den Legenden sein sollte. Es ist aufgrund der schlechten Beschaffenheit der Umgebung schwierig, Nachforschungen über diese Kreaturen anzustellen. Orang Pendek. Diese Kreatur aus Sumatra wird Orang Pendek genannt und erinnert an Bigfoot, nur in einer kleineren Version. Der Orang Pendek lebt tief in den Dschungeln der Insel und wurde im 20. Jahrhundert mehrmals von Kolonisten gesichtet, die die Kreatur als Gibbon-ähnlich, aber doch menschlich beschrieben haben. Yowie. Der australische Bigfoot wird Yowie genannt und er wurde bereits mehrmals gesichtet. Eine Begegnung geschah mit dem früheren Queensland National Park Senator Bill O'Chee im Jahr 1977, wo er noch zur Schule ging. Er war auf einer Exkursion mit seiner Klasse, als die Schüler plötzlich von einer 3 Meter großen Kreatur überrascht wurden. Ihnen widerfuhr jedoch nichts. Danach soll die Klasse diese Kreatur noch mehrere Male gesichtet haben, bis sie nach 2 Tagen nach Hause fuhren. Und bis heute glaubt der Senator an die Existenz des Geschöpfes, wie auch viele andere Australier. Nunda. Der Nunda, auch Mingwa genannt, stammt aus Tansania und sieht einem Löwen recht ähnlich. Fellproben wurden bereits gesichtet von dieser unbekannten Spezies, sodass deren Existenz nicht völlig abwegig ist. Im Jahr 1922 machte der Politiker William Hitches in der Presse auf diese Kreatur aufmerksam, da mehrere Einheimische von ihr attackiert worden waren. Der Jäger Patrick Bowen wollte diese Kreatur in den 1920er Jahren fangen, aber er versagte. Jedoch konnte er Spuren von dem Nunda sichern, die auf die Existenz der Kreatur schließen lassen. Akurinis. Es gibt immer wieder Geschichten über die Existenz von unentdeckten Stämmen, so auch über die Akurinis im amazonischen Dschungel. Mit dem abgeschiedenen Stamm kam es 1977 zu einem ersten Kontakt und auch 1979. Sie sprachen in einer Art von indischem Dialekt und waren nackt, weiß und blond. Viele Informationen gibt es leider nicht über sie. Der brasilianischen Regierung wird außerdem vorgeworfen, dass sie bewusst die Existenz dieser Völker verschweigen, damit sie weiterhin den Regenwald abholzen können.